Hallo und herzlich willkommen zu Steintastisch. Mein Name ist Michael aus der Minifiguren Folge 34 Macy Lockwood und um die geht es heute. Viel Spaß! Macy Lockwood erhaltet ihr aktuell so, wie wir sie hier sehen, aus dem Lego Set das Lockwood Anwesen 75930, das was es aktuell zum Originalpreis von 129,99 bei Lego und im Lego Online Shop zu kaufen gibt. Da es ein recht teures Set ist und aktuell noch in der Produktion, bekommt ihr es aber auch vielerlei günstiger. Um die 100 Euro habe ich es schon gesehen und es ist ein echt tolles Anwesen. Macy bekommt ihr nur in diesem Set und sie ist ja eine der wichtigsten Figuren im Film Jurassic World 2, das gefallene Königreich. Und sie gefällt mir auch sehr gut. Macy ist ein, glaube ich, 10-jähriges Mädchen. Wie wir sie hier sehen, kurze blaue Beine, die was nicht beweglich sind, eine rote Weste, wo vorne Taschen und unten ein Saum angedeutet sind, ein gestreiftes T-Shirt, hinten haben wir eine Kapuze noch zur Weste und auch wieder den Saum der Weste. Und Macy hat zwei Gesichter, einmal glücklich und einmal traurig. Das Gesicht ist auch schon oft genommen worden für die Creator-Kinder aus den Creator-Expert oder Riesenrad, Karussellsets und so weiter. Und Macy hat natürlich ihre klassischen, wie auch im Film schon gesehenen, braunroten Haare, die was ihr etwas mehr als die Schulter, also über die Schulter gehen und hier auch schön zurückgesteckt sind. Und Macy ist eigentlich eine einfache Figur, sie wird doch unheimlich toll, wenn man den Film Jurassic World 2 gesehen hat und was sie da macht und was sie ist und was sie tut. Und deshalb habe ich diese Minifigurenfolge ihr gewidmet. Sie hat natürlich auch Text. Macy Lockwood war ein Charakter in Jurassic World, das gefallene Königreich und die Enkelin von Benjamin Lockwood. Zur Geschichte Macys. Sie lebte zusammen mit ihrem Großvater Benjamin Lockwood auf dessen großen Anwesen, das Lockwood-Anwesen, doch lief sie viel durch die langen Korridore und interessierte sich sehr für die Arbeit ihres Großvaters. Sie war ein richtiger Wildfang, der Spaß am Toben hatte und ihre Tagesmutter gerne erschreckte. Macys Großvater zog sie auf und betonte, wie ähnlich sie ihrer Mutter sehe, und hatte ihr erzählt, ihre Mutter, also seine Tochter, sei bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sie schien wenig bis keine Erinnerung an ihre Mutter zu haben. Ja, und das war einmal das Allgemeine zum Macy. Das, was ich jetzt vorlese oder erzähle, ist an die Handlung des Films geknüpft und es sind Spoiler enthalten. Also falls ihr Jurassic World 2 The Fallen Kingdom noch nicht gesehen habt, würde ich mir nicht anhören, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Sie war ein großer Fan der Dinosaurier und wollte auch, dass sie vom Aussterben bewahrt werden. Sie kannte sich gut aus mit den unterschiedlichen Rassen. Später fand Macy heraus, dass in der Villa heimlich Machenschaften vor sich gingen, die alle von Ellie Miles gesteuert wurden. Sie beschattete ihn immer wieder und fand so langsam heraus, was er im Schilde führte. Später geriet sie auch in die gefährliche Verfolgungsjagden und Kämpfe mit freilaufenden Dinosauriern in der Villa und wurde von Owen Grady und Claire Deering beschützt. Schnell vertraute sie den beiden und stellte sich auf ihre Seite. Am Ende des Films trifft sie eine folgenschwere Entscheidung, nämlich sie rettet mit einem Knopfdruck, den was keiner sonst sich drücken mag, die ganzen Dinosaurier im Keller des Lockwood-Anwesens und lässt diese durch den besagten Knopfdruck frei und schenkt ihnen somit das Leben. Die Dinosaurier streifen jedoch dann in Amerika umher und praktisch ohne Kontrolle. Im Film, der Film hat eigentlich eine klare Handlung, nur für mich war es überraschend. Man erfährt immer, wie ähnlich Macy ihrer Mutter sei und wie ähnlich sie sich sind, wie ähnlich sie sich schauen. Auf einem Foto sehen sie auch genau gleich aus. Und so erkennt Macy im
später im Verlauf des Films, dass sie eigentlich ein Klon ihrer Mutter ist und nicht die Tochter ihrer Mutter. Ja, als sie damit ihren Großvater konfrontieren will, ist dieser leider schon gestorben. Er wurde ja umgebracht von Ellie Miles und demnach erfährt man nicht, wie die Geschichte weiterging. Sie erbt wahrscheinlich das ganze Geld und das Lockwood-Anwesen, aber für mich war das eine überraschende Story-Wendung, als sie sich auf einmal als Klon herausstellt, genauso wie die Dinosaurier geklont worden sind, wurde halt Macy geklont und deshalb befreit sie auch die Dinosaurier am Schluss, würde ich jedenfalls so sehen. Eine tolle Figur mit einer noch tolleren Geschichte, Macy Lockwood. Danke euch wie immer fürs Zusehen und Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Dankeschön und weiterbauen.